Guten Morgen vom Water Canyon Trailhead. Ich habe hier heute die Nacht verbracht, nicht allein. Bis eben stand hier noch ein Auto. Die sind jetzt den Sprung noch vor bis zu dem anderen kleinen Parkplatz gefahren. Habe sehr gut geschlafen. Bin um 7 wach gewesen. Jetzt haben wir kurz vor 8. Habe jetzt eben ziemlich lange mit denen gequatscht. Sehr interessant aus Kanada. Die waren gestern schon im Water Canyon und gehen jetzt nochmal. Er interessiert sich sehr für die Steine und so. Und ja, oben soll es sehr viele Pools geben. Schöne Jahreszeit. Durch die Schneeschmelze soll es viele Wasserfälle geben. Sieht richtig gut aus, hat er gesagt. Freue ich mich drauf. Jetzt mache ich erstmal Frühstück und dann geht's los. Heute früh, als ich kurz nach dem Aufstehen hier kurz auf Klo war, stand hier nur der blaue Pickup. Die anderen sind jetzt alle in der Zeit gekommen, wo ich gefrühstückt habe. Ich werde jetzt hier auch noch mal kurz ins Örtchen gehen und dann bin ich endlich startklar. 8.45 Uhr, bin startklar. Bin hier am Water Canyon Trailhead. Mein Auto steht so 100 Meter weiter vor auf so einer Bucht. Ich laufe jetzt hier den Water Canyon zu den White Domes. Mal schauen, wie weit ich hier dann noch gehe. Das entscheide ich dann spontan. Jetzt geht's erstmal los. Gleich zu Beginn ging es ein bisschen seicht bergan. Jetzt ist es hier ein bisschen mehr geklettert. Wir haben noch nicht den ersten Kilometer. Man kommt hier jedenfalls schnell schon wieder ins Schnaufen. Aber macht Spaß, der Trail. Ist Gott sei Dank hier noch nicht so sonnig. Hier ist noch im Schatten. Wir haben schon wieder über 20 Grad. Nacht war auch sehr angenehm. Ich habe sehr gut dort geschlafen. Schlafsack konnte ich offen lassen, war total warm. Kilometer. Ich hoffe, es geht da hinten weiter. Das sieht jetzt hier irgendwie gar nicht mehr nach Wanderweg aus. Da hinten habe ich gerade noch welche gesehen, die sich ihre Helme aufgesetzt haben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das sieht fantastisch aus hier. Hinter mir sind auch schon wieder welche Canyoneer. Die haben gesagt, ja, da geht es gleich irgendwo links hoch. Und da bin ich immer gespannt. Water Canyon. Der Name ist Programm. So, hier bin ich gerade hochgekommen und jetzt geht's hier oben irgendwo weiter. Das war gerade ein bisschen geklettert. Da werde ich auf dem Rückweg ein bisschen mehr zeigen. Jetzt geht es hier gerade erstmal wieder, aber wir sind noch nicht oben. Sieht das nicht fantastisch aus? Und ich bin jetzt erst am Anfang. Ein bisschen Steigung wird noch bei sein. Aber der Blick sieht schon mal gut aus. Kilometer 3,3 in einer Stunde 40 bis 400 Höhenmeter. Gerade gab es eine sehr kritische Stelle, die werde ich beim Runtergehen mal versuchen zu filmen.
Da muss ich erst gucken, da waren gerade welche. Da habe ich dann erst geguckt, ob ich da alleine wieder runterkomme. Mit so einem Baumstamm, also richtig tricky. Ich frage mich, wie bis hierher Motorvehikels herkommen sollen. Oh, ich gehe jetzt mal weiter. Es soll nicht mehr weit sein bis ganz nach oben. Mal schauen. Ist doch mehr geklettert, als ich so gedacht hätte. Aber sieht trotzdem schön aus. Ist warm, heiß. Und ich hoffe, dass ich nachher wieder gut runterkomme. Da werde ich, glaube ich, die Kamera wegpacken. An manchen Stellen. Dreieinhalb Kilometer. Ich habe es nach oben geschafft. Nicht ganz zwei Stunden. 1,50. Puh. Elf Uhr, bisschen mehr als 4 Kilometer, ein bisschen länger als 2 Stunden. Mit 450 Meter Anstieg, die teilweise echt schwierig waren, da freue ich mich auf den Runterkommen. Mache ich jetzt hier eine Pause. Ich habe ein herrliches Panorama vor mir. Trinke ich jetzt in Ruhe was, esse ein paar Snacks. Auf weitere Auskundschaftungen verzichte ich, glaube ich, heute. Ich habe jetzt hier gute halbe Stunde Pause gemacht, dann mache ich mich jetzt wieder auf den Rückweg. Wie gesagt, hier auf. Ich bin jetzt hier auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen, ob man hier noch irgendwo lang kommt. Hier vorne ist erstmal ein Canyon. Ich weiß gar nicht, ob man hier drüben auf die Ebene leicht kommt. Hier ein bisschen schlecht vorbereitet. Ich laufe aber wieder den Water Canyon runter. Der war eigentlich schick. Zwei tricky Stellen, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich da alleine lang komme, wie ich da runterkomme. Aber es wird schon. Dann geht's mal zurück. Sieht auf jeden Fall schick aus, auch so weit wie ich jetzt war. Da drüben, das sieht natürlich gigantisch aus, aber da jetzt auch noch ewig rumzuklettern am Anfang des Urlaubs, habe ich da jetzt. Ich will mich nicht gleich verausgaben. Bleibe ich erstmal hier. So, meine Horrorstelle. Hier muss ich jetzt runter. Sieht von hier vielleicht gar nicht so tricky aus, aber der Stamm ist wackelig. Hier gibt es kaum Stellen, wo man sich so richtig hinstellen kann. Oh. Aber hilft ja nichts. Ich muss hier runter.
weiß gar nicht, wie ich das vorhin gemacht habe, als ich es probiert habe. Sich jetzt wieder gut zugezogen, die Sonne ist weg, bin ich eigentlich ganz froh drum, habe meine Fotos da oben mit schönem Licht und jetzt hier für den Abstieg, der sich auch nicht so einfach darstellt, doch jede Menge Riesenkanten, rutschig teilweise, wenn Sand auf dem steilen Slickrock liegt, dann bin ich ganz froh, dass die Sonne weg ist. Geht es hier gerade wieder, deswegen kann ich auch filmen. Ist doch teilweise doch irgendwie ganz ordentliches Gekletter. Aber macht auf jeden Fall Spaß, der Hike. Man muss halt nur wissen, dass es mit ziemlich steilen Anstiegen verbunden ist. Zum Beispiel wieder so überall Sand drauf. Dadurch ist das ganz schön rutschig und dann sind hier so eine Kanten, die man runter soll. Hoch gehen die irgendwie einfacher, für mich zumindest. Runter bin ich immer, ich habe es schon oft gesagt, ein bisschen mehr Schisser. Aber hier geht es jetzt hoffentlich. Ja. Ist schon steil. Das war der Piep für Kilometer 6. Bei 4,5 war ich, glaube ich, oben. Also 9 müssen es ungefähr werden. Da muss ich jetzt noch runter. Die haben auf jeden Fall auch Spaß. Wobei, da hinten war ich, glaube ich, nicht. Hier in die Bucht gehe ich nicht. Bin da weiter vorn irgendwo, müsste der große Wasserfall sein. Das sieht auf jeden Fall spaßig aus. Jetzt bin ich wieder in dem am Ende von diesem unteren Canyon hier. Da lang geht es gleich weiter. Jetzt gehe ich hier nochmal kurz zu dem Wasserfall. Am liebsten würde ich ja einmal drunter gehen. Ich bin klitschnass geschwitzt. Oh, das tut so gut.
Gut, dass ich oben nicht noch wahnsinnig viel erkundet habe. Es hat gerade ordentlich gedonnert. Aber ich habe jetzt auch noch ein paar Kilometer. So 2,5 müssten es noch sein. Aber die schlimmsten Stellen habe ich hinter mir. Und vor mir sieht es eigentlich ganz gut aus. Die dunkle Wolke ist eher hinter mir. Aber da oben möchte ich auch nicht unbedingt ins Gewitter kommen. Es fängt an zu regnen. Ein weiterer Beweis, dass ich alles richtig gemacht habe mit der Umkehr. Sind dann irgendwie doch keine 9 Kilometer, sind nur 8. Denn hier ist der untere Parkplatz. Mein Auto steht quasi ja, 200 Meter weiter, da ist noch ein Parkplatz. Es wird doch recht voll, mir sind auch viele, viele Leute entgegengekommen. Jetzt noch bei dem Wetter, da wäre ich ja schon wieder zurück umgedreht. Dieser Parkplatz ist jetzt ganz gut gefüllt. Die Straße sieht auch noch ganz gut aus, da sollte ich noch gut durchkommen. Uhr, gut gestärkt mit einer Bowl von Chipotle und einem Kaffee, geht es jetzt weiter. Ich habe jetzt noch knappe 80 Kilometer bis zu meinem Hotel. Mein Zimmer für diese Nacht. Sehr schön hell, mal ein anderer Farbton für Motel 6, ist ja sonst immer orange, glaube ich. Dusche, sehr gut, sehr schick, gefällt mir. Ich gehe noch ein paar Meter durch Cedar City. Wo geht's wohl morgen zum Frühstück hin? Kleines Suchbild.